dar Burj Pelón. Hemos hecho con los chicos 135 pizzas. Denn meine wichtigen Sachen trage ich immer in meiner Hose. Oh mein Gott! Hola amigos und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag und daher werde ich euch die ganze Woche mitnehmen. Ich mache mich gerade schick, um zum Rosh Hashanah zu gehen. Das ist das jüdische Neujahrsfest. Folgt mir unbedingt auf Instagram, um immer Live-Updates zu bekommen, was ich hier in meinem Auslandsjahr mache. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt schick, damit ich jetzt gleich zu Rosh Hashanah gehen kann. Ja, ich bin schon mega aufgeregt. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und jetzt geht's ab zu der Rosh Hashanah-Feier. Aber die Frage ist natürlich, wieso feiere ich Rosh Hashanah? Ich bin eigentlich christlich und deswegen feiere ich eigentlich kein Rosh Hashanah. Aber weil ich hier in Paraguay auf einer jüdischen Privatschule bin, wurde ich tatsächlich von meiner Schulleiterin eingeladen, mit ihr zusammen und ihrer Familie Rosh Hashanah zu feiern, um die Kultur auch kennenzulernen. Ja, da fahre ich jetzt hin. Also falls ihr noch mehr Informationen haben wollt, klickt euch einfach mal hier ein bisschen rum und ja, da kriegt ihr noch mehr Informationen. Und ich feiere jetzt zum Rosh Hashanah Fest. Ich bin jetzt wieder zurück von der Rosh Hashanah Feier. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, nicht nur davon im Religionsunterricht oder in einem Video zu hören, sondern es auch mal echt mitzuerleben. Davon werde ich auf jeden Fall noch mein ganzes Leben was haben. Ja, einfach mal sowas mitzuerleben. Und ich habe Challah, ich weiß nicht, ob das so heißt, ich glaube, das heißt so, mitgebracht. Das ist ein jüdisches Brot. Genau, das ist auch das Brot, was man immer am Sabbat isst. Und an Rosh Hashanah sagt man immer nicht frohes Neues, sondern süßes neues Jahr. Deswegen isst man an Rosh Hashanah auch viele süße Dinge. Sehr traditionell ist der Apfel, der in Honig getaucht ist. Habe ich auch gegessen. Ja, genau, man sagt quasi süßes neues Jahr. Und das heißt auf Hebräisch, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Shana Tova. Das heißt so viel wie frohes Neues, also Shana Tova. Und jetzt schauen wir mal, was in der Woche noch so passiert. So, neuer Tag. Ich habe gerade gefrühstückt und mir dabei das neue Video von Weltreise als Teenager angeguckt. Also klickt einfach mal hier oben, um das auch zu sehen. Jetzt muss ich mein Zimmer aufräumen, weil mein Koffer von den Iguazu-Wasserfällen aus dem letzten Vlog ist immer noch nicht ausgepackt und hier liegt auch alles voll mit anderen Sachen. Das heißt, ich würde jetzt sagen, erstmal Zimmer aufräumen. So, aufgeräumt habe ich. Es ist jetzt auch schon ein ganz anderer Tag. Es ist heute Donnerstag und jetzt gehe ich mit ein paar Leuten von Rotary Pizza backen. Aber dafür muss ich erstmal aus meiner Schuluniform raus und eine normale Klamotten rein. So. Umgezogen bin ich, heute in komplett schwarz. Ich schätze, das ist fürs Pizza machen genau das Richtige. Dann sieht man auch jeden einzelnen Mehlfleck richtig schön. Und ja, jetzt geht's zum Pizzabacken. So, also ich bin jetzt hier, wir sind aber tatsächlich auch schon fertig. Wir haben heute nur ein bisschen Käse gehobelt. Ich glaube, es sind 130 Stück, haben wir jetzt gehobelt. Und die werden dann morgen auf Pizza gemacht. Und die verkaufen wir dann. Ja, auf jeden Fall, die verkaufen wir dann, um dann mit dem Geld von den Pizzen so eine kleine Ferienfreizeit zu veranstalten. Hier mit dem Rotarer Club aus Lucke. Und morgen werden die dann verkauft. So, nächster Tag und heute werden die Pizzen auch belegt. Hier ist schon alles fleißig im Gange. Die bereiten hier die Pizzakartons vor und hier ist der Pizzaofen. Ja, wir bereiten jetzt noch weiter Pizza vor. Ich würde sagen, ihr bekommt jetzt erstmal eine Tanke. So, jetzt kommt der Taste-Test von der selbstgemachten Pizza. Schmeckt ja so lala, ne? Hemos hecho con los chicos 135 pizzas. So, und von dem Pizzaverkaufen sind wir jetzt gerade auf dem Rückweg nach Hause. Und auf dem Rückweg liegt hier die Feuerwache aus meinem Ort. Und das hier ist die Feuerwache. So sehen die Feuerwehrautos aus. Was aber besonders ist hier in Paraguay, ist, dass es hier keine hauptamtlichen Feuerwehrmänner gibt. Die sind alle freiwillig. Und
Ja, so funktioniert das. Und so sehen die Feuerwehrautos aus. Nicht nur jede Feuerwache ist eine freiwillige Feuerwache hier, sondern dazu kommt auch noch, dass der Staat die Feuerwehrwachen hier kaum unterstützt. Die gibt ihnen nur ganz wenig Geld. Mit dem Geld können die nicht überleben. Deswegen müssen die dann noch auf der Straße oder sowas um Spenden bitten. Das finde ich auf jeden Fall krass. Da finde ich das in Deutschland schon deutlich besser geregelt. Ja, das finde ich sehr, sehr krass. Nach der Feuerwache, wir sind jetzt immer noch nicht zu Hause. Wir sind jetzt angekommen bei der Pizzeria von meinem Gastvater. Denn wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hat mein Gastvater eine Pizzeria hier in Luque. Und ich würde wirklich sagen, das ist die beste Pizza, die ich jemals gesehen habe. Und Empanadas gibt es ja auch. Empanadas ist mein neues Lieblingsessen aus Paraguay. So, das hier ist die Pizzeria und hier wird wirklich die beste Pizza in ganz Paraguay oder auf der ganzen Welt gemacht. Und leckeres Brot und das Beste sind die Empanadas. Also falls ihr mal in Südamerika seid, probiert auf jeden Fall Empanadas. Und falls ihr mal in Paraguay seid, kommt hier zu Montes Empanadas die Pizza und probiert hier die Empanadas und die Pizza. Die sind das Beste, was ich jemals gegessen habe. Auch eine witzige Sache hier in Paraguay. Wirklich, ich habe noch kein Land gesehen, wo man so viel Cola trinkt. Trinken immer Cola, oder? Ja. Guck mal, Leute, das ist einfach eine Babystraßenkatze. Tatsächlich, hier sind ganz viele Straßenkatzen und Straßenhunde, aber ich habe ein bisschen Angst, sie anzufassen, weil ich nicht weiß, ob die krank sind oder ob die aggressiv sind. Ja, aber die tun mir immer voll leid. So, also neben Spanisch gibt es hier in Paraguay auch noch eine zweite Amtssprache, das ist Guarani. Ist so eine sehr traditionelle Sprache von den Ureinwohnern hier und die hören wir jetzt. Jaupega be Xerera Pablo Mato, soy de Paraguay. Muy bien. So, ich habe jetzt meine Empanadas und es ist wirklich so saulecker. Hier heute mit Hühnerfleisch und es ist wirklich die besten Empanadas, die es gibt. Also von der Pizzeria sind wir jetzt auch gut zu Hause angekommen und jetzt ist schon der nächste Tag. Heute bin ich hier bei einer Parade in Luque und ich gehe hier mit dem Rotary Club bzw. mit dem Inter Club für meinen Austausch. Hab hier auch schöne Deutschlandflagge und dann präsentieren wir ein bisschen den Rotary Club. Die Parade findet jedes Jahr statt, das ist eine Tradition hier aus der Stadt. Ja, schauen wir mal, was so passiert. Guten Tag, wie geht es dir? Das schon mit der Parade. Ist auf jeden Fall mega witzig. Ja. Super, yeah. Hier sind überall Leute, die irgendwas verkaufen. Das ist so witzig. Das ist so witzig. Ich hoffe, ihr versteht mich. Hinter mir die Trommeln sind ein bisschen lauter. Neuer Tag, neues Glück und heute sitze ich in einem Auto hier und ich bin auf dem Weg zu einem Fußballspiel von einer Mannschaft, die hier in Paraguay in der ersten Liga spielt. Ich kenne mich tatsächlich hier noch nicht so ganz so gut aus mit den Fußballteams, welches Team hier das Beste ist und so. Aber ich komme hier einfach mit von jemandem, der in der Pizzeria vom Gastvater immer chillt. Der hat mich eingeladen. Das ist mega, mega cool und ich nehme euch dann natürlich mit, wie wir zum Fußballspiel gehen. Ich bin schon gespannt, wie so ein paraguayanisches erstes Liga-Stadion aussieht, wie die Stimmung da ist und ob es irgendwelche Unterschiede zu europäischen bzw. deutschen Spielen gibt. Ja, ich bin schon richtig hyped. Let's go. Ich bin jetzt im Stadion, das ist wirklich mega cool. Die Stimmung ist super. Die ganze Zeit Leute machen Musik, die haben sogar eine Trompete, übel cool. Und die Sonne scheint richtig krass. Ich habe auch schon Sonnencreme drauf und eine Cappy und Sonnenbrille, weil sonst würde ich das hier wirklich nicht überleben. Person, die hier rumläuft mit Wasserverkauf, wirklich beste Geschäftsidee heute. Ja, bis jetzt steht es noch 0-0, aber es ist ein richtig, richtig spannendes Spiel. Das Stadion ist komplett anders als ein Stadion in der ersten Liga in Deutschland, aber es ist trotzdem super, super cool. So, ich bin jetzt auf dem Spielfeld. Wir haben gewonnen. Es ist super cool. Wir haben gewonnen. Und dann wurde ich beraubt. Es war nicht ganz so brutal, wie sich das jetzt anhört, aber wir waren ja in dieser großen Menschenmasse. Da war es relativ eng. Und da ich von vielen Leuten schon gehört habe, dass es hier in Paraguay eine relativ hohe Kriminalitätsrate gibt, hatte ich meine Tasche natürlich vor meinem Bauch, um mich davor zu schützen, dass mir da jemand was rausnimmt. Und als ich mir dann während eines Gespräches was aus der Tasche rausgenommen habe, habe ich die Tasche ganz in Gedanken wieder hinter meinen Rücken geschwungen. Das wurde mir dann zum Verhängnis, denn auf einmal habe ich gespürt, dass es an meinem Rücken so ein bisschen rumgewackelt hat und ich dachte,
dachte, okay, vielleicht hat mich da jemand angerempelt. Wir waren in dieser großen Menschenmasse, hab mir nichts bei gedacht. Aber im Nachhinein habe ich Folgendes von meinem Kumpel gehört. Denn der stand direkt vor mir und konnte deshalb quasi hinter mich gucken und hat gesehen, dass ein anderer Typ versucht hat, meine Tasche zu öffnen. Nach einem bösen Blick von meinem Kumpel hat er das dann auch direkt gelassen und es fehlt nichts. Aber auch wenn er die Tasche geöffnet hätte, wäre da nur meine Wasserflasche und meine GoPro-Akkus drin gewesen. Denn meine wichtigen Sachen trage ich immer ganz nah an mir, um mich genau vor sowas zu beschützen. Was lerne ich daraus? Ich trage natürlich jetzt meine Tasche immer nur noch vorm Bauch und wie ich das bis jetzt auch schon gemacht habe, lasse die wichtigen Sachen in meiner Hosentasche. Das Ding ist nur, hier in Paraguay brauche ich diese Tasche. Ich muss die mitnehmen, weil es hier so heiß ist, dass ich immer meine Wasserflasche brauche. Dann werde ich halt jetzt meine Tasche nur noch mit meiner Wasserflasche füllen. Ja, das war auf jeden Fall ein Schock und hat mich nochmal so in die Realität zurückgeholt, okay? Hier gibt es wirklich Kriminalität. So, aber jetzt erstmal wieder zurück zu Vergangenheitsmalte, der eine etwas bessere Frisur hat als ich gerade. Und der weiß noch gar nichts von der Situation, die ich euch gerade berichtet habe. Der zeigt euch jetzt erstmal das Stadion von außen. So. So sieht so ein Stadion hier von vorne aus. Und das war's jetzt mit dem Spiel. Wir haben gewonnen. War auf jeden Fall mega interessant. Ich habe auch noch den Präsidenten von dem Club getroffen, der Deutsch kann. Ich glaube, weil seine Oma aus Deutschland kommt. War auf jeden Fall mega cool. Eine mega coole Erfahrung. Ja, mal schauen, was wir heute noch so machen. Zum Beispiel gehe ich heute noch auf eine Party. Nochmal eine andere Sache. Hier in Paraguay laufen die meisten Kabel alle über der Erde. Und dann kommt es auch mal vor, dass die wie hier einfach so ganz weit runterhängen. Ja, das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und ich denke die ganze Zeit, wenn ich das berühre, bekomme ich einen Stromschlag. Bis jetzt habe ich noch keinen bekommen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. So, an der Stelle würde ich das Video dann auch für heute beenden. Ich habe leider vergessen, ein Outro aufzunehmen. Wir sind auf jeden Fall danach noch in ein Restaurant gegangen. Ich habe einen Sandwich gegessen und dann war der Tag auch schon vorbei. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, um keine Live-Updates aus meinem Auslandsjahr mehr zu verpassen. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, hasta luego. Denn meine wichtigen Sachen trage ich immer in meiner Hose. Denn meine wichtigen Sachen trage ich immer ganz nah an mir.